Herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von Herr Chris Simulator mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück hier auf YouTube. Und wenn es euch natürlich gefällt, dann immer gerne liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Ihr wisst Bescheid, wir starten direkt durch ins Spiel hinein. Denn ja, wir haben in der letzten Folge unseren neuen Saloon eröffnet, also gebaut, so halbwegs. Denn ja, es heißt im Endeffekt, um ein weiteres Design freizuschalten, müssen wir natürlich, Level 12 werden. Und wir sind halt erst Level 9, ne? Deswegen gehen wir einfach mal rein, gucken wir uns mal die Termine an. Wir nehmen Dave hier rein. Und das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt sagen, du, okay, ich... Okay, ja, wir haben ja noch keinen Mitarbeiter hier. Warte mal, zurück. Doch, haben wir. Wir haben doch einen Mitarbeiter. Das will ich jetzt mal ausprobieren, ob der Trick wirklich funktioniert. Wir nehmen diese Person. Und wir nehmen diese Person. So just for fun. Just for fun. Und ja, speichern. Und den Rest macht der Kunde. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie der Plan ist, dass man im Endeffekt gar nichts mehr machen muss. Und das alles hat die andere Macht im Endeffekt halt, ne? Um Geld einzu bekommen. Die hat ganz schön einen Vorbau. Ja? So. Ja. Dann würde ich sagen, dann starten wir durch. Machen wir mal die zwei. You know how to recognize a trucker that's been on one long drive? Weißt du, woran du einen LKW-Fahrer kennst, an seiner langen Reise der eine lange Reise hinter sich hat? Er redet mit sich selbst und sein Haarschnitt ist die einzige durcheinander, like genau wie meiner. Ja, du redest mit dir immer selber, weil mein Charakter redet ja nicht mit dir. Meine liebe Frau denkt, ich singe nur alte Hits aus dem Radio mit. Gute Frau, ich spiele in Musicals mit. Was? You don't have to make me look like a Broadway star, though. Just, okay. 4 weeks can make a man. Although, wir überspringen das, es interessiert keine Sau, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir machen seine Haare erstmal nass. Er ist ein besonderer Kunde. So, Shampoo auftragen. So. Der hat ja sehr kurze Haare. Wenn er jetzt bestimmt noch eine Glatze will, dann weiß ich auch nicht. Aber gucken wir mal. Der Gedanke, sorry jetzt für den ganzen Ausfall jetzt, aber der Gedanke war heute oder letztes Mal, wo ich jetzt noch gespielt habe, dass ich eher die ganzen Mitarbeiter die ganze Arbeit lasse. Dafür brauche ich halt aber jeweils einen Tisch für mich und so. Also muss ich immer 3 Stück bauen. Und die Sache ist halt dann halt, dass man im Endeffekt gar nichts mehr machen muss. Im Endeffekt halt, wenn du die Leute einstellst, die nur $50 kosten. Pro Tag. Ist das halt immer so ein interessantes Thema dann. So, machen wir erstmal hier alles schön. Und das will ich mal austesten. Ob ich. Klar, ich meine, wenn ich jetzt selber mitmache, kriege ich mehr Geld raus. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem machen, weil ich hatte überlegt gerade, wir müssen ja noch Level steigen. Und ohne Level wird es wahrscheinlich dann auch nicht funktionieren. So. Gucken, ob es bei dem auch so funktioniert. Ja. So. Der hat ja kurze Haare. Deswegen geht's ja auch schnell. Mhm. So, okay. Was? Friere Haarteile in der Luft mit den Händen, um besseren Zugang zu erhalten. Schneide die Haare mit der Schere und die Haare. Kleine Maschine auf die richtige Länge. Okay. Auf die richtige Länge. Was? Friere Haarteile in der Luft mit der Hand ein, um besseren Zugang zu erhalten. Schneide die Haare mit der Schere und die Haarschneidemaschine auf die richtige Länge ab. Was? Okay, der Kunde wird wahrscheinlich echt übles Sau werden jetzt. Aber gucken wir mal, was wir machen können.
bin halt nur verwirrt. Das sieht aus eher wie, dass wir da Glatze haben, aber hä? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. So. Friere Haarteile in der Luft mit der Hand ein. So, mit der Hand. Aber es geht ja nur so. So. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Es ist rot. Orange. Das wollte ich jetzt nicht. So. Okay. Warte mal, nur mal andere Haare. So. Okay, und wo soll ich es abschneiden? Schneide die Haare mit der Schere und die Haarschneidemaschine auf die richtige Länge. Auf welche richtige Länge denn? Für mich sieht das eher aus wie alles andere. Und dann machen wir erstmal ein bisschen feucht. Dass wir vielleicht mehr rauskriegen. So. Okay, Haare nehmen. So. Von welcher richtigen Länge reden die hier eigentlich? Ich raff's nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, irgendwie habe ich das Gefühl. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Aha. Funktioniert nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber okay. Das ergibt doch gar keinen Sinn mit dem Schneiden, mit den Haaren. Aber wir probieren es einfach mal. So. Gibt gar keinen Sinn, aber gut. Wenn er so unbedingt so haben möchte. Oh. Okay. What the hell, was hat die denn für eine Frisur? Ach du Scheiße.
Gut, 11.30 Uhr, nächster Kunde. So, kämme die Haare. Ja, das ist der letzte Aufgabe. Eigentlich. Das wollen wir einfach mal ausprobieren. Aus. Ich sag dazu nichts. Aber wenn er zufrieden ist, dann soll er so leben. Die Frisur sieht immer. Ich weiß nicht, ob das modern sein soll, aber gut. Der hat auch keinen Bock mehr für sein Leben. Die ist dann eher fröhlicher. Mit einem schönen Hüftschwung. Okay. Na dann. So. Ja. Jetzt probieren wir es einfach mal, was rauskommt. So, ja, ein neuer Termin für gewisse Kunden. Gewinn 280, alle positiv bei mir, okay. Und Gewinn der Angestellte plus feuchter Schnitt, die andere ist Salon 243, okay. Da würde man ja glatt sagen, mit dem Geld. Würde ich ja. Ich habe eine Idee. Was wir machen? Shop. Möbel. Wir kaufen uns nochmal so einen Stuhl. Einmal. Dann. Den hier und das da. Okay. Dann noch ein. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das da war das, was wir brauchen. Genau. Jetzt müssen wir nur gucken, welches Holz wir verwendet haben. Ich glaube, das da. Dass man nicht einfach nochmal das gleiche kaufen kann, finde ich ein bisschen doof. Aber gut. So. Und einmal den hier. Halt. Ah doch, ja. Andere Seite, anderes Glück. So, und da hatten wir die Farbe. Ich weiß es gerade nicht. Ich kaufe einfach das. So. Okay. So, einmal. Okay, dann setzen wir das hier rüber. Stuhl einmal drehen. Ja, Perfektion ist halt immer das Problem der ganzen Sache. So, ja, falsche Farbe. Aber halb so wild, dann machen wir das einfach hier rüber. Machen wir den in die Mitte. So, Perfektion ist was anderes, aber egal. So, okay, also wir haben jetzt für drei Leute, dann würde ich sagen, stellen wir noch einen Mitarbeiter ein. Gable, Troy, Russell, Kate Fischer, okay. Palmer, Carl. Sowohl du auch Mitarbeiter werden mehr verdienen, sowohl du als auch Mitarbeiter mehr verdienen. Der Mitarbeiter kann die Arbeit verlassen, bevor alle vereinbarten Kunden bedient hat. 5%. Palmer. Ja, nehmen wir die einfach mal. So.
Dann gehen wir mal in den anderen Saloon, in den ersten. Bevor wir das abschließen, machen wir hier noch eins rein. Wäre eine Idee. Da könnten wir hier auch noch einen einstellen und dann hätten wir dann mehr Platz für mehr Leute. So, setzen wir das eine hier hin. Das eine setzen wir dann hier hinten hin. Das setzen wir mal woanders hin. Steht nur im Weg. So. Dann würde ich sagen, ja, Shop, Möbel, die Einfasten, das war der hier. Der kostet ja nicht mal viel. So, dann machen wir das hier hell. Oder war das hier unten? Ich weiß es nicht. Nee, machen wir das hier unten. Dann Metall. Und das da. Einmal. Dann ein Spiegel, den runden. Da wir alles hier auf Standard haben, bleiben alle gleich. Würde ich sagen, wäre das optimal. So. Und ein Stuhl. So. Welchen Stuhl war denn das? Müssen wir ganz kurz gucken. Die hier, okay. Sind das die hier? Oder die hier? Ja, die hier. Die sind es ja. Passt doch. So. Aufweis. Dann haben wir hier Gold. Hier haben wir das. Und hier war das dann. So. Okay. Wir stellen den erstmal woanders hin. Halt. Hallo. So. Wir müssen erstmal ein bisschen Platz schaffen. Nee, so nicht. Nein! So. Oh, der Herder. Okay. Eine neue Trophäe. So, das stellen wir hier hin. Das stellen wir hier rüber. Wenn wir rankommen. Funktioniert nicht. Wegen Gründe. Dann würde ich sagen, verkaufen wir das Ding hier mal. Oder wir können ja die ganzen Sachen zusammensetzen. Ja, komm her. So. Mhm. Okay. Und das können wir hier hinsetzen. So. Ist doch ganz gut, oder? Der Teppich haben wir jetzt weggeräumt, den brauchen wir ja nicht. Aber dann würde ich sagen, dass wir hier noch einen Mitarbeiter einstellen. Milo, was haben wir denn noch? Curtis, Sophia, Rosie. Wird zu arbeiten, damit er kann die Arbeit verlassen. Nee. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter nicht aufräumt. Philipp. Ja, nehmen wir den hier. Tageslohn ab 100. Uff. Nee. Sowohl du als auch der Mitarbeiter werden weniger verdienen. Das wollen wir ja nicht. Dann kürzer machen. Preise für Möbel interessiert keinen. Arbeiten.
Ja, machen wir das da. So. Gut. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall zwei Mitarbeiter. Drüben haben wir jetzt zwei Mitarbeiter. Und somit würde ich sagen, gehen wir wieder in meinen Salon. Und ja, würde ich sagen, starten wir dann einfach mal direkt durch. Wir machen jetzt hier nochmal eine Runde mit. Termine. Wir machen den hier. Da dass wir auch mal ein bisschen was verdienen natürlich. So. So. Und so. Und die Sachen macht der andere. Genau. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall was verdient. Und ich würde sagen, starten direkt durch. Let's go. Ab zum nächsten Tag. So. Mal gucken, ob das ausreicht finanziell. Und da kommen schon einige Kunden rein. Das läuft doch hier richtig gut. So. Okay, dann duschen. Ich verstehe halt bloß nicht, warum ich die Dinger hier bauen soll, wenn von den anderen hier keiner die Dinger verwendet. Naja. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen könnte man die Sachen auch in die Abstellkammer stellen. Würde dann auch keinen Sinn ergeben. Die ganze Sache. Aber okay. Okay. Hier ist er da drüben beschäftigt. Ja. Ups. Ja, die Haare waren ja schon nass, also da sollte jetzt nicht meckern, wenn ich noch mal ein bisschen drauf gesprüht habe. Wir haben jetzt aber hier doppelte Einnahmen. Drüben zwei im Salon und hier zwei plus mir. Und ja, mal gucken, ne? Wie sich das Spiel jetzt so weiterentwickelt. Ob wir dann irgendwann jetzt schon irgendwie den Cliffhanger oder das Problem beseitigt haben, Geld zu verdienen. Und einfach gar nichts mehr machen müssten. Das würde mich interessieren. Die besonderen Kunden, die kann ich ja dann annehmen noch. Für die besonderen Sachen, aber ich muss dann auch die ganzen Kurse machen, dass wir noch mehr Leute reinkriegen. So, Locken will die Dame haben. Dann nehmen wir die Locken. So. Es hat immer nur die anderen genommen werden. Die da und die da natürlich. Und jetzt noch die andere Seite. Kunde ist fertig. Sehr schön. Wir müssen halt selber noch ein bisschen, glaube ich, was machen, um selber Erfahrung zu sammeln. Sonst funktioniert das nicht. Aber hey, wir haben hier schon einige Leute. Wieso ist das ein Typ? Ja, wir müssen das hier alles schöner machen hier. Sieht alles so schlicht, so schlimm aus. So katastrophal. Einen wunderschönen guten Tag. Sie möchten gerne eine Dusche haben. Okay. So. Shampoo auftragen. So, wieder auswaschen. Hallo?
Dann wieder föhnen. So. Setzen Sie sich bitte mal hier rüber. Dankeschön. So. Das Trocknen dauert hier immer ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. So, Haare kämmen. Was ist das für Rasterlocken oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr komisch. Nein, das war das Falsche. Egal. Das mache ich jetzt runter machen. So, hier oben noch. Einmal da und einmal da. So. Rasier den Kopf des Kunden Karl. Karl! Wieso will die eigentlich das kalt gemacht haben? Werde ich nicht so ganz verstehen. Aber okay. Gut. Wenn sie zufrieden ist, dann soll sie das doch machen. So. Okay, Level 10 erreicht. Wuhu! Okay, wie sieht es bei euch aus? Macht ihr aber fein. 12.30 Uhr, 13 Uhr. Ich glaube, das war der letzte Kunde dann, glaube ich, oder? So viele hatten wir ja heute hier nicht am Start. Wir müssen halt Level 12 werden, dass wir ein neues Designing kaufen können. Und dafür müssen wir halt ein bisschen nebenbei arbeiten. Ein bisschen. Dann könnt ihr auch sagen, okay, für die nächste Folge werde ich mal ein bisschen offscreen und ein bisschen auf Level 12 springen. Ein bisschen Geld sammeln, weil mehr können wir momentan nicht machen, abgesehen von den Kursen. Oder ich mache eine eigene Folge nur mit Kursen. Weil wir haben ja schon jetzt ein paar gefunden, bekommen, was es angeht. Auf jeden Fall will ich jetzt gern so viel arbeiten, so viel machen, dass wir dann auf jeden Fall das Geld für den neuen Salon haben. Und wenn wir den neuen Salon haben, mit dem Geld natürlich dann auch so viel bauen, dass man gar nicht mehr arbeiten muss. Ne, das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, so wie das jetzt momentan läuft, wenn es wirklich finanziell auch so funktioniert, dass wir im Endeffekt am Endgame schon angekommen sind, weil, ja, wir haben das Spiel dann in dem Sinne ausgetrickst. Das kann möglich sein, ich bin mir unsicher, aber es wäre schon eine interessante Art. Wir müssen halt trotzdem leveln, natürlich. Also, es hängt ja nicht nur von meiner Fähigkeit ab, denn ich muss es ja, ich muss ja arbeiten im Endeffekt, um zu leveln. Nicht so wie im echten Leben. Du musst du arbeiten, so oder so. Kannst du machen, was du willst. Jetzt habe ich das doppelt gemacht. Egal. Aber ich denke mal, je höher die Dinger werden, die man machen können, dass man mehr Geld kriegen will. Aber meine Idee ist halt, zu wenig Arbeit reinzustecken und trotzdem viel zu verdienen. So. Bitte schön, der Herr. Wären Sie uns bald wieder. So, ich glaube, jetzt kommt der letzte Kunde.
Sind Sie das? Ja, das sieht danach aus. Der hat echt Probleme mit den Haaren. So. So, machen wir die Haare nass. Okay, Shampoo auftragen. Er hat echt lange Haare. Sehr lange Haare. Okay, trocknen. Wenn ihr jetzt wieder kommt und sagt, ja, wir können doch die Haare abrasieren, dann frage ich mich, warum wasche ich die als erstes? Hat es jemand gefragt, warum tut man Haare waschen, wenn man die dann abrasiert? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht wisst, wie man das oder warum die Logik dahinter steht, des Abrasierens. Das muss doch immer unten halten. Okay. Er scheint zufrieden zu sein. Das ist schon mal schön. Einen schönen Tag noch. Irgendwas abzurasieren oder so. Oder wegzusaugen. Nö. Okay. Wiedersehen. Danke für Ihre finanzielle Unterstützung. Möchte hier raus? Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, die Einnahmen. Feuchter Schnitt hat $447 eingebracht. Wir haben Gewinn 532 plus Gewinn der Angestellten 584. Meine Fresse, wir liegen bei 1000, 1500 irgendwie. Ja, da unten steht er. $1563 haben wir eingenommen. Für einen Tag. Machen wir das 4 Tage und dann haben wir die 6000 auch. Ja, wir können ja erstmal hier aufsaugen. So. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal hier, das ein bisschen schöner zu gestalten, sozusagen. Shop Möbel. Nein, das war da. Ich wollte eigentlich auf das nächste Set warten. Aber ja, wir können ja erstmal gucken, was wir hier so Schönes haben. Wir haben ja schon ein paar Level freigeschaltet. Schwarz will ich, glaube ich, eher nicht. Wände, Marmor, weiß, schwarz. Schwarze Wände, Paneelen, nee, das ist so lame. Ziegel, Tapete, nee, komm. Wir machen hier das schöne schwarze Marmor drauf. Das ist richtig... Luxus aussieht. Und hier unten auch. Guckt euch das mal an. Haja. So, okay. Lassen wir das so, wie es ist. Dann gehen wir noch mal weiter auf Fußboden. Was haben wir denn da so Schönes? Parkett wäre vielleicht eine Idee. Hell. Oh, wie sieht es bei den Kacheln aus?
Das richtige Grau? Nee, das sieht auch so langweilig aus. Marmor. Ja, ich bin echt der Marmortyp halt, ne? Irgendwie. Cremefarben, schwarz. Das ist weiß. Aha. Eigene. Warte mal, da will ich jetzt nochmal gucken. Eigene, okay. Wenn ich es einmal gekauft habe, brauche ich dann nicht mehr. Okay. Gut, gucken wir erstmal auf die Decke. Rosa hatten wir ja noch schon mal drin gehabt, genau. Paneelen, nee. Farbe, Ziegel. Nee, Tapete, haben wir nur die eine. Gibt es noch schöne, auf jeden Fall viele schöne Farben. Definitiv. Weiß. Würde gerne mal was Besonderes bauen, einfach mal. Das Geld haben wir, aber ich würde sagen, wir bleiben beim Marmor. Wir nehmen mal das Weiß, auch wenn das ganz komisch aussieht. Komisches Weiß, aber naja. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das können wir nur den richtigen Boden finden. Und dann haben wir eigentlich alles. Dann haben wir unser Dings ordentlich schön gestaltet. Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen auf Parkett, aber helles Parkett oder so. Was ein bisschen Kupferakzent. Perlmutakzent, Kacheln, bräuchten halt was Weißes halt, ne? Dass man auch den Dreck sieht. Würde ich einfach mal sagen. Linoleum? Was ist das denn? Gold. Okay, Leute, nobel geht die Welt zugrunde, oder? Jetzt immer noch die Linie drin, die mir nicht gefällt. Aber gut. Aber das sieht doch richtig gut aus. Das passt auch mit den Sitzen, abgesehen ist bei dem jetzt hier. Aber hey, kann man nicht mal meckern, Leute, ne? Gut, Freunde, ihr habt jetzt gesehen, was man so alles Schönes machen kann. Wir werden jetzt im Endeffekt keine Mitarbeiter mehr einstellen, brauchen wir momentan nicht. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen aneignen. Ich mache schon mal schon mal ein paar Termine. Haare schneiden könnte man machen für die nächste Folge. Aber es gibt hier einiges zu tun anscheinend. Ja, da würde ich sagen, das Haare schneiden kommt dann bei mir rein. Das kommt auch noch bei mir rein. So, und die anderen Aufgaben können die anderen verwenden. Und dann passt es doch eigentlich, ne? So, ja. Genau. Oder? Weil Haare schneiden müssen wir lernen. Das ist definitiv Fakt. So. Und, ah, verdammt, ja. Das können wir ja gar nicht mehr speichern. Aber gut, wir haben auf jeden Fall den Termin drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn, ja. Die Termine werde ich ja nochmal legen. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, vielleicht mal, ob wir dann irgendwie mal ein paar Kurse machen, etc. Und somit, wenn das so bleibt mit dem Preis und mit den finanziellen, dann brauchen wir echt nicht mehr viel tun. Dann kann man sagen, boah. Oh, warte mal, wir können ja mal ein was probieren. Leute, ein was probieren, ein was probieren. Ich will jetzt gar nicht arbeiten. Das werden wir jetzt mal austesten. Das werden wir jetzt echt mal echt testen. So, okay. Ja, ein besonderer Kunde hat einen Termin reserviert. Ist mir scheißegal. Wir werden das einfach speichern. Dass du keinen Kundentermin mehr machen willst? Ja! Und jetzt schauen wir mal, was wir verdienen. Ein schneller Tag. Achso, ich muss Minimum einen Kunden nehmen. Okay. Es ist Arbeitszeit. Das.
Also wir haben jetzt gerade... Ach so, geht das einfach. Aha. Okay. Ja, 920. Wir haben fast 1000 verdient. Ja. So kann man Geld verdienen. Und so, wenn ich das so weitermache, brauche ich nicht mehr arbeiten. Ich verdiene aber kein Level dadurch. Also muss ich jetzt mal wieder haufenweise Leute bedienen, dass ich auf Level 12 komme natürlich. Weil ich denke mal, für das neue Saloon brauchen wir ja gar kein Level, merke ich gerade. Aber gut, wir brauchen aber das Geld, ne? Alles klar, gut, wir wissen Bescheid, ne? Und ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn wir haben hier noch zwei Termine. Und da können wir ja nochmal eine Folge machen, wo wir ein bisschen Geld verdienen. Aber sonst bis Level 12 brauche ich gar nichts mehr aufnehmen, weil es ist immer das Gleiche, abgesehen, wenn ich die neuen Termine nehme, dass ich mehr Möglichkeiten habe. Aber sonst passiert ja nichts mehr. Wir haben im Endeffekt das Ende erreicht, sozusagen. Mal gucken, ich checke einfach mal ab jetzt, was ihr dazu sagt, was eure Dings Meinung ist, ob ich noch mehr machen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wiederschauen, reingehauen. Auf jeden Fall Level 12 mache ich nochmal. Und da können wir auf jeden Fall mal gucken, was uns noch alles erwartet. Und somit, ja, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen. Euer Christian Age 3000. Tschüss und bis bald. Bleibt gesund. Haudi, haudi. Tschüss.